Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnomaria mit Mods, natürlich mit mir, eurem Sunny. Ja, und ich musste tatsächlich eben gerade einen Moment überlegen, was ich jetzt machen wollte. Hab dann hier schon angefangen, mich umzugucken. Und dann fiel es mir wieder ein, als ich in dieser Etage war. Klar, wir wollten jetzt mal hier dieses Experiment wagen. Die Match-Steel-Barren hat er nicht hergestellt. Warum hat er den bisher noch nicht hergestellt? Wahrscheinlich, weil es nicht genug von... Das sind alles Repeat-Aufträge, okay. Gut, also anscheinend müssen wir Flea-So-Flower... Sachen selber herstellen, in Auftrag geben, warum auch immer. Bone Meal? Wo kriegen wir denn Bone Meal her? Ach, von dem hier, okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt auf, dann machen wir bei dem hier den Auftrag Croft to 10. Achso, dann müssten wir das aber auch irgendwo lagern. Außerdem brauchen wir einen Gemdust. Dann machen wir mal auch. Genau, aus. Ah, genau, aus Raw Amber am besten. Aus Raw Amber machen wir Amber Gemdust. Dass immer einer da sein soll, allerdings nur. Sollte reichen. So. Da frage ich mich jetzt allerdings ein klein bisschen. Hatte ich nicht gerade gesehen, dass Amber immer hergestellt werden soll hier oben? Ja, Raw Amber soll an sich immer hergestellt werden. Und trotzdem hat der mir gerade gesagt, dass kein Amber da ist. Wieso? Kein Amber da, okay. Amber wird doch aus diesem Zeug hier hergestellt, oder? Aus dem Resin. Ist doch da. Wo ist das Problem? Warum gibt es kein... Es gibt keinen Grund, warum es da ein Problem gibt. Es sollte eigentlich Raw Amber verfügbar sein. Stellst du gerade her? Charcoal, okay. Ich mache jetzt mal das andere Rang höher. Aber das bringt trotzdem nichts. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Genau, trag mal einzeln die Charcoal weg. Das ist sinnvoll, Leute. Das ist total sinnvoll. Haben die Wheelbarrows ein neues Aussehen? Auf jeden Fall sehen sie jetzt wirklich aus wie Wheelbarrows. Sahen die vorher auch so aus? Wahrscheinlich schon zumindest ein paar Folgen lang. Keine Ahnung. Sorry. So, okay. Jetzt hier unten wird an der... Ja... Filiso Flower Powder, den brauchen wir ja. Da muss ich jetzt zugeben. Lagern wir den auch irgendwo ein? Das sah ja eben fast so aus, als würde der hier gelagert werden. Stockpile, Content. Filiso Flower Petals holt er sich hier weg. Okay. Gut, dann müssen wir den Filiso Flower Powder noch einen. Den mache ich mal noch einen Stockpile hier daneben. Gut, gute Frage, wozu gehört denn das jetzt? Alchemie? Filiso Flower Powder. Ja. Okay. Da wir Gemdust nur einen herstellen, braucht der keinen extra Wert. Und das sind aber auf jeden Fall Loose Items, das heißt, da kommt ein Bag hin. So. Okay, vielleicht so Flower Powder. Was brauchen wir denn noch für die ganze Aktion? Wir brauchen... Oh, wir brauchen 5 Mage Steel Barren. 5. 5! Okay. Dann gebe ich hier... Achso, habe ich ja eigentlich schon Dauerauftrag gegeben, ne? Auf Filiso Flower Powder 10. Amber Dust brauchen wir einen. Der Amber Dust war, glaube ich, nur für den Golemcore, ne? Da brauchten wir wirklich nur... Nee, dafür stelle ich den gerade her. Für Mage Steel Barren. Moment, wo sind die Mage Steel Barren? Da.
Ne, da brauche ich zwei Gemdust. Zwei Gemdust für den Mage-Stil. Und für den Golem-Core brauche ich... Ah, für den Golem-Core brauche ich die 10 Philosoph Flower Powder. Okay. Okay, okay. Na gut, dann dauert es noch ein bisschen. Wir müssen das erstmal alles herstellen. Dann gebe ich den hier natürlich auch mit Roth to 5 an. Damit er nicht gleich wieder rausfällt. Ach, ich will hier schneller machen, wieder über die Tasten. Und wundere mich, warum es nicht schneller wird. Entschuldigung. Hier unten hat man die ganze Zeit gesehen, nur wie ich immer hin und her gesprungen bin, glaube ich. In der Taskleiste hier unten sozusagen. So, okay. Die sind fleißig am Ackern und am Machen und am Tun. Was wird hier hingetragen? Ist da etwa Fleece Flower Powder schon drin? Nee, ah, Bone Meal holen sie da raus. Okay. Und tragen da Neues rein. Verständlich. Okay. Ah, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch dann doch nochmal ein bisschen runtergefahren im Verbrauch von Bones. Weil ich die ja auch hierfür brauche. Hier ist ein Stonecutter. Achso, den hatte ich speziell für den Petrified Bone, glaube ich, hier hingestellt, ne? Genau. Wofür brauchte ich so viele Petrified Bone Blocks? Ich habe keine Idee mehr. Oh Mann, das ist erst eine Weile her, dass ich damit gearbeitet habe. Wofür brauchte ich die? Ach, die brauche ich für die Ossidbaren, ne? Ja, genau. Die Ossidbaren. Die ich dann immer benutzt habe für... wenn Metall egal war, sozusagen, wenn es völlig egal war. So wie bei den Chests oder so. Das ist das echt super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich macht das gar keinen Sinn mehr für mich, diese Kisten herzustellen, die Crates. Ich sollte sinnvoller eigentlich diese Chests herstellen und immer genug Chests im Auftrag haben. Das macht viel mehr Sinn. Wieso ist hier keine Crate mehr? Egal, dann stelle ich da jetzt eine Chest hin. Pah! Ganz einfach. Ja, save mal. Ja, weiter. So, Storage. Crate. Chest. Okay. Ich fände es lustig, wenn das genau mein Gedankengang war, als ich das gemacht habe. Gut. Ne, das ist zu weit unten. Okay, da müssen wir so runterarbeiten. Habe ich hier ausgeschaltet, dass der... Ne, Accept Generated Jobs. Eigentlich sollte der die Jobs so annehmen. So, Ember Dust ist fertig, Bone Meal ist fertig. Wir müssten jetzt die... Ehrlich gesagt, da kann ich gleich sagen... Mach mal 30 oder so. Weil so viel ist ja hier Platz drin, ne? Im Cotton Bag. Genau, 32 an sich sogar. So, und da hat er einen Ossidbaren jetzt... Warum steht der jetzt Ossidbaren auf einmal her? Ach so, klar, weil er oben gerade eine neue Chest gebaut hat und dementsprechend sind wieder Ossidbaren weg. Das ist logisch, dann hat er Rob Petrified Bone da hergestellt, weil... Ja, ist... Okay, ist logisch, war erst gerade irritiert, aber ja, ist tatsächlich alles logisch. Wir haben Ember Dust da. Wir müssten die. Jetzt wird gerade der Philosoph Flower Powder hergestellt. Genau. Und ich hoffe, wir haben genug Petals. Ich hoffe, wir haben genug Philosoph Flower Petals da. Aber ich gehe mal. Wo haben wir die? Da. Ja. Können wir uns mit tot schmeißen fast. Und hier sind Philosoph Flower Seeds drin. Gut, da ist nur einer auf Vorrat, aber. Ja, die werden halt immer gleich wieder eingepflanzt. Da ist das alles okay. Okay, der hat tatsächlich gerade einen weggetragen. Hier den Seed von den Mushrooms. Aber kommt gleich wieder. Okay, alles gut. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Könnte natürlich passieren, dass sie die dann mal zu Öl verarbeiten. Da, ja. Aber wie ihr seht, normalerweise funktioniert das, weil die schnell genug wieder anbauen. Hier habe ich noch eine Farm, bei der ich mich nicht entschieden habe, was reinkommen soll anscheinend. Tomato. Ich habe keine Tomato Seeds. Oh, hier sind Tomato. Ah, okay, eine gute Tomato Farm. Alles tutti. Alles gut. Jetzt habe ich gerade gedacht, so, oh Gott, wir haben die Tomatoes verloren. Weil wir eh keine Pizza leider machen können. Ja. Schade. Wirklich schade. Also, Pizza wäre echt doch mal so eine Sache gewesen. Die hätte eigentlich sein müssen, ne? Also,
Cheeseburger, alles schön gut, aber oh, die Pizza. Ganz ehrlich, so eine schöne Steinofenpizza, so eine richtig gute, frisch belegt. Eine, wo der Schinken natürlich nicht mitgebacken wird, sondern danach drauf. Oh. Eine gute Sache, eine richtig gute Sache. Könnte man die aus Seedbaren wegräumen eigentlich? Jetzt sehe ich hier gar nicht, ob die Mage-Baren schon fertiggestellt wurden. Beziehungsweise wie viele. Da muss ich jetzt hier oben nachgucken. So. Mage Steel. Also einer wurde auch schon hergestellt, oder? Mindestens einer wurde auch schon hergestellt, dachte ich. Anscheinend nicht. Stocks. Ich guck mal kurz, Entschuldigung. Items. Ich gucke jetzt mal direkt nach Items, weil ich nicht weiß, worin ich nachgucken müsste. Metal Barren. So, Steel, Elektro, Mithril, Orichalkum. Nö, sieht nicht so aus, als ob der bisher hergestellt wurde. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten und arbeiten. Mal gucken. So. Merchant. Okay, ja, der sollte ja entspannt hier durchkommen. Das sollte ja kein Problem darstellen. Schick. Was hast du denn anzubieten? Wahrscheinlich habe ich vorhin gedacht, als ich die Ossidbaren da habe liegen sehen, dass das schon welche sind. Und dann hat sich der Gedanke irgendwie festgefressen. Steel Sliver ist natürlich eine schöne Sache. Wäre es gewesen früher, viel früher, immer noch mit Bronze Armor Plates hier zu verkaufen. Also schämt ihr euch nicht, schämt ihr euch nicht. Aber wir könnten mal ein bisschen was hier an Granitstatuen und so loswerden und dafür ein bisschen Gold einholen. So. Zack. Zack. 1000. Oder sind wir schon drüber? Okay. 83. Zack. Sonst ist da nichts Interessantes, oder? Man könnte jetzt natürlich Wheatgrain und sowas holen. Pff, wie viel? Oh, Fruits haben wir jetzt? 869? Boah, wie viel so haben wir auf einmal so viele Fruits? Habe ich so viele eingekauft, oder? Boah. Ja, dann brauchen wir echt nichts. Dann sind wir echt versorgt. Los. Mach. Fertig. Spring. Ja, Crate ist fertig. Wie viel? Ja, und Drinks haben wir 398. Habe ich denn eigentlich unendlich zugelassen hier in der Destillerie? Oder Wine 200, ehrlich gesagt. Repeat. Jetzt können sie auch so viel Wein herstellen, wie sie wollen, bis es nicht mehr geht. Weil hier ist so viel leer. Die Kegs sind so leer. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Können sie mal ein bisschen mehr herstellen. So. Immer noch nur die Ossidbaren, ja. Oder Osside oder wie auch immer. So. Was haben wir jetzt hier? Wie viel haben wir jetzt hier drin? Sieht aus, als wäre der Vorgang fertig. Hier liegt noch Ember Dust. Was zum Geier hält denn jetzt das Alchemielabor davon ab, die Mage-Steelbarren? Ah, lass mich raten, ich brauche 2 Ember Dust. Naja, schon gut. Ignoriert, was ich gesagt habe. Ember Dust. 2. Ja, okay. Mein Fehler. Gebe ich zu. Irgendwie schon. Philosophflower Powder hätte ich nicht auf 30 erhöhen müssen, oder? Weil eigentlich. Hier brauchen wir ja nur 10 Stück für den Golem-Chor dann. Von denen. Naja, okay. Okay. Wird trotzdem noch. Wird jetzt halt ein bisschen dauern. Guck mal, der macht einen viel geringeren Umkreis um sich herum, den er beleuchtet und sehen kann anscheinend. Im Gegensatz zu unseren Leuten halt. Die haben so einen richtig weiten Sichtbereich. Cool. Ist mir nie aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
ist mir nie aufgefallen. Der Raum gefällt mir aber an sich. Ist jetzt ein bisschen. Wir hätten ihn vielleicht ein bisschen größer machen sollen, damit es ein bisschen weitläufiger ist, ein bisschen. Na? Aber an sich so mit der Knochenstatue in der Mitte und dem Knochenraum und so, das finde ich schon ganz cool. Noch ein Merchant, okay. So. Wo bleibt der? Da ist er. Market Stall, mal gucken, was hast du anzubieten? Bear has created a legendary animal statue. Ja, die können wir ihm teuer verkaufen. Juhu! Ach ne, ihm nicht. Hat er irgendwas Interessantes? Male Honey Badger. Female Bear. Nicht wirklich. Apple Clipping interessiert mich nicht. Ja, so coole Clippings für neue Bäume oder so haben die auch irgendwie nie, ne? Irgendwie so gar nicht. Also wir hatten ja hier damals die Dinger, die haben wir, glaube ich, hier unten angebaut, ne? Die Amaranthbäume. Genau. Dann hat. Ah, genau. Die hier hatten wir tatsächlich hier, die Emberwood. Die waren, glaube ich, ja tatsächlich bei uns in der Nähe. Oder? Hatten wir die auch irgendwo auf der Karte? Nee, ne? Da hatten wir tatsächlich nur so ein kleines Stück von den Emberwood-Bäumen und die waren tatsächlich hier gewachsen. Da habe ich nie überprüft, ob die nicht vielleicht einen viel höheren Holzwert eigentlich haben. Hätte ich mal machen sollen. Könnte ich noch machen. Vielleicht ein andermal. Naja, wie soll ich das überprüfen? Ich könnte mir natürlich die Lockwerte an sich selber mal angucken. Wenn ich sie an die hier zum Beispiel verkaufe, mal gucken. Da was zu steht, das hängt natürlich immer davon ab. Oh Gott, hier die Locks raussuchen. Das ist ja sowas, was ich richtig liebe. Vor allem dabei arbeitet jetzt auch unser Mage-Stil nicht weiter, während ich hier gucke. Das ist mal das Ärgerlichste daran. Pass auf, ich hoffe mal, dass der Händler gleich noch da ist. Weil in 3 Minuten haben wir sowieso dann die nächste Folge und ich hoffe, dass dann ein Händler da ist, bei dem ich nachgucken kann. Dann mache ich das zwischen den Folgen. So. Sonst könnte ich natürlich auch einfach mal probieren, ein Bett oder sowas herzustellen, was dann halt aus dem Material ist. Das Problem ist, man muss ja dann auch immer vergleichen, ob es gut hergestellt ist, ob es schlecht hergestellt ist, ne? Also hier zum Beispiel haben wir ein Oak Fork Poster Bed, das hat halt einen Wert von 50. Dann haben wir hier ein Oak Fork Poster Bed, das hat einen Wert von 55. Und hier haben wir eins mit 74. Na, also man kann die halt nicht so gut vergleichen, obwohl sie für mich wie gleiche Betten aussehen, haben sie halt teilweise drastisch unterschiedliche Werte. Also das kann halt daran liegen, dass für die Matratze ein anderes Material verwendet wurde, zum Beispiel. Achso, das ist der Green Floor, das ist nicht viel wert. Hier 83. Ja, das kann halt daran liegen, dass wenn Wolle verwendet wurde, ist es unter Umständen mehr wert, als wenn Cotton für die Matratze verwendet wurde. Und sowas halt, ne? Das spielt so alles damit rein. Das ist halt schon recht krass. Hier haben wir Maple verwendet. Das hat halt jetzt einen höheren Wert, aber ob das jetzt wirklich an dem Maple liegt? Ich könnte einfach mal zwei Statuetten herstellen. Statuen herstellen. Wirklich Statuen. Mal gucken. Wo? Da, Statue. Stell mal einfach eine aus Emberwood her. Und ich stell mal eine aus. Was benutzen wir immer? Oak, ne? Oak, 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 Oak. Jo, Oak. Stell mal eine aus Oak her. Wenn die hergestellt sind und wir haben ein bisschen Glück und die beiden sind von der Qualität her ungefähr gleich, dann könnten die. So, das ist jetzt eine Oak-Statue und zwar eine poorly crafted. Jetzt gucken wir mal, wenn die andere. Ich hoffe, die. Ich habe mir noch nie gehofft, dass die Sachen auch poorly sind, aber jetzt hoffen wir mal darauf, dass die andere Sache auch dann poorly crafted ist. Dann. Cut Clippings, Fell Trees. So. Mach den mal platt da.
Wie sie sich darüber stürzen. Wie so eine. Oh, meine Farmer dürfen auch Clippings nehmen. Na gut. Habe ich mich nicht mehr dran erinnern können, ehrlich gesagt. Aber okay, wenn sie es dürfen, dürfen sie es. Wahrscheinlich sinnvoll. Werde ich zumindest zu dem Zeitpunkt gedacht haben. Jetzt sind sie so gut, dass es wirklich sinnvoll ist, wahrscheinlich. So, wie sieht's denn hier aus? Hast du jetzt endlich mal immer noch kein Mage-Steel hergestellt? Warum nicht? Warum kein Mage-Steel? Wieso liegen die Ossidbaren hier rum? Ist hier oben alles voll? Ist hier oben etwa echt alles voll? Oh ja. Oh ja. Ah ja, wir haben die ganzen Mithrilbaren und sowas hergestellt. Richtig. Gut, dann sehen wir uns aber auf jeden Fall erst in der nächsten Folge wieder. Jetzt heißt es schon wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und jo, machen wir es uns einfach. Ich sag tschüss. Tschüss.